Heute habe ich mal wieder eine Review und gleichzeitig ein Tutorial für euch vorbereitet. Also bleibt dran und viel Spaß! Ihr werdet euch jetzt sicher alle fragen, Mirella, was bringst du uns heute wieder Tolles bei und stellst du uns vor? Pass auf! Es ist mein erstes eigenes Auto! Jetzt nehme ich schon wieder so viel vorweg. Es hat eine Hupe. Ja, ich habe euch ja mein Auto schon mal auf Twitter gezeigt. Und viele von euch haben gehatet, was ich auch verstehe, weil, naja, nicht jeder kann sich so ein Auto leisten. Ich aber schon. YouTube Money. Viele von euch haben aber auch gesagt, Mirella, das hast du dir verdient. Vielen Dank dafür. Ich hab euch so lieb, meine kleinen Mirello-Hasen. Süßen Marshmallows. Ja, ich habe halt super lange auf genau dieses Modell gespart, weil German Let's Play hat auch schon erkannt, dass es das rote ist und das noch mal ein bisschen teurer ist als die anderen. Aber naja, YOLO. Ja, bei den vielen ungekennzeichneten Produktplatzierungen, die ich immer mache, da kommt schon ein bisschen Geld zusammen. Aber pst, okay, das bleibt unser Geheimnis. Meine kleinen Mirello-Snoofies. Bungi-Bungis. Ja, also kommen wir erstmal zur Review. Also mein Auto hat 4 Räder. Das ist was ganz Besonderes, weil es gibt auch Autos mit anderen Rädern. Also mit mehreren oder auch wenigeren. Übrigens, ihr könnt mir gar nicht in mein Höschen gucken. Das ist nämlich eine Skort. Ja, das seht ihr auch übrigens in meinem nächsten Summer-Lookbook. Aber es ist ja schon Herbst, Herbst-Lookbook. Ah, ist schon wieder Herbst, ne? Kann man schon wieder die Herbstfarben auspacken. Ja, sonst hätte ich es ja auch nicht in Rot genommen für den Sommer. Ein rotes Auto. Rot ist total die Herbstfarbe. Ja, habe ich euch schon gesagt, das ist ein Lenkrad. Damit kann man lenken. Also das heißt, wenn ihr halt gerade fahrt und dann aber eine Kurve kommt, dann müsst ihr lenken, weil dann müsst ihr entweder nach links, wenn die Kurve nach links geht, müsst ihr nach Linkskurve, da muss man, ich komme da mal durch, muss man nach links lenken, genau, und bei einer Rechtskurve dann, naja, da fragt ihr am besten nochmal euer Fahrlehrer, weil ich habe ja schon einen Führerschein, aber auch nur Automatik, weil das ist ein Automatik-Auto, Gangschaltung, das verstehe ich einfach nicht. Wo soll denn hier auch noch eine Kupplung hinpassen? Ich meine, das hat doch schon extra das Special Beauty Ausstattung, das geht nur ohne Kupplung, weil dafür habt ihr halt für euren Bubble Butt mehr Platz zum Draufsitzen. Ja, und das ganz Special ist eben die Hupe. So, und jetzt möchtet ihr natürlich auch sehen, Mirella, kannst du überhaupt Auto fahren? Zeig uns doch mal, wie du Auto fährst. Okay, kein Problem, ich mache euch ein Tutorial. Also ihr gebt jetzt einfach ganz langsam Gas, am besten ihr haltet das Lenkrad fest und gerade. Weil ihr fahrt gar nicht hier eine Kurve, nein. Langsam Gas, langsam Gas, langsam Gas. Ja, Kindern, ich sollte man wirklich ernst aufnehmen. Und ich würde euch bitten, don't drink and drive. Don't text and drive. Das ist alles wirklich super wichtig. Könnt ihr Probleme mit der Polizei kriegen. Und da links findet ihr noch weitere Videos. Abonniert meinen Kanal, meine kleinen Mirello, Pupsi, Stinkies. Ich habe euch ganz doll lieb. Und folgt mir auf all meinen Social Media Sites, weil ich bin cool. Bis bald, ich hab euch lieb. Ciao, meine Knufi, Musi, Mirellos. Oh, ich trolle so hart.